So, willkommen zurück. Heute ist der große Tag des Festival, aber ich möchte auch was probieren. Und zwar, ich habe ja jetzt ich wollte mich vergessen entschuldigen. Okay, was ist denn los, Abby? Schämen Sie ein bisschen, du verstehst ja wirklich, was passiert ist. Ja, warst ein bisschen erstaunt, wa? Okay, ciao. Ja, nee, ist klar. Also, ich hab doch das Gewächshaus. Da könnte ich doch mal anfangen, jetzt Sachen auch aus dem Frühling einfach schon wieder rostfrech wieder anzubauen. Würde ich sagen, ja? Gucken wir mal, wie viel da jetzt rauskommt. Das ist interessant. Okay. Ich werde hier den ganzen Scheiß abbauen und abernten. Oh, die Artischocke ist auch fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Am Fest. Das ist eine große Hilfe. Ja, genau. Der Dankbarkeitspreis wegen der großen Hilfe. Und noch was geht? Brief geschrieben, leckere Suppe, Sandy, Tom K. Suppe. Ah ja, warum nicht? Noch was, Mensch? Grüße, junger Adept. Ah ja, Rasmodius schickt mir Geschenke. Auch nicht schlecht. Jetzt aber Ruhe. Mein Gott. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wie viel waren gerade drin? Wie viel kamen raus? Oh, nett. Viermal Saatgut, nicht schlecht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel kommt aus der Artischocke raus? Es wäre schön, wenn da mehr als eins rauskommt. Mal gucken. Bitte ausführen. Bis nachher. Noch irgendwas zu holen? Ja, eine Haselnuss liegt da. Noch was? Ne, die Katzen müssen wir streicheln. Oh, die Bäume waren ja fertig. Die haben wir gesehen, genau. So. Okay. Ach so, ich darf natürlich nicht vergessen, auch Sachen mitzunehmen. So, Kochsachen. Jetzt kommt es drauf an, was ist denn richtig was wert? Matrosenteller, was ist denn der wert? 200. Mein Fischtaco? 500, also das wäre bis jetzt das Beste. Lachsmahlzeit? Nee. Pinke Torte? 480. Die wäre was wert. Herbstfülle? Dann 50, na. Forellensuppe 100. Nee, dann nehmen wir tatsächlich den Fischtaco. Ich krieg's ja eh wieder. So, das wäre jetzt für Kochen. So. Dann brauche ich. Also, wir jetzt noch schnell zusammen machen. Also, dann brauche ich zum Beispiel ein Gemüse. Gemüse, jetzt müssen wir mal gucken, ein wertvolles natürlich. Kartoffel ist Gemüse. Blumenkohl 175 wäre schon mal eher der Favorit. Na, das ist nix. Pastinakel kannst du, glaube ich, auch vergessen. Grünkohl, naja, kannst du auch vergessen. Erdbeere ist eine Frucht, 120, ist aber nicht genug wert. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier hätten wir Sternfrucht. Die ist zum Beispiel 750 Gold. Ich nehme an, die wird der Gewinner sein für Frucht. Selbst der Peperoni ist eine Frucht, das ist ja sehr sinnvoll. Radieschen, nee. Nee, du. Mais, nee. Uralte Frucht. 550. Nee, wir nehmen die Sternfrucht. Die haben wir jetzt als Frucht. So, Gemüse. Wie sieht es mit Kürbis aus? Was ist denn der Kürbis wert? Jo, Kürbis ist der Gewinner. Und natürlich nehmen wir die goldenen, fällt mir gerade ein. Ich bin ja vielleicht ein Horst. Egal, passt schon. Die normale Sternfrucht ist auch egal. Wir haben jetzt Gemüse, wir haben eine Frucht, wir haben Kochen. So, weiter. Ein Mineral. Ja, da fehlt die Auswahl ja nicht allzu schwer, ne? So, jetzt haben wir vier Teile. So, geht ja noch weiter. So ist es ja nicht. Fischen. Da nehmen wir aber bitte. Oder Fisch generell. Da nehmen wir das. Fisch. Nein! Nicht ein Kaulbarsch, mal eine Legende. Das Beste, was es gibt. So, Handwerkswaren. Da wäre es gut, was Wertvolles zu nehmen. Das ist nicht so wirklich viel wert. 150. Ha! Ganz einfach. Mein Honig, mein Feenrosenhonig ist doch Handwerkswaren, oder? Na klar, der ist viel wert. Tierprodukt. Wäre noch eine Idee. Der Rest ist alles Handwerkswaren. Ja, alles Handwerkswaren. Nee, bringt nichts. Tierprodukt. Dann nehmen wir doch mal eine Iridiummilch. Die große Milch. 446. Haben wir eine Ziegenmilch? Eine schöne? Nö. Eine goldene bloß. Was sind die wert? Oh, 620. Zack. Tierprodukt, ne? Genau. So. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich bräuchte 9 Teile. Hä? Irgendwas fehlt mir jetzt. Ich stelle ja da kein Werkzeug mit rein. Ach ja.
Ich könnte auch so ein Blödsinn mit reintun. Eine Schatzkiste. Was bringt die? Nee, die bringt gar nichts, oder? Ja, die ist viel wert, ne? Also komm, die steckt mal einfach rotzfrech mit rein. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber egal. Angelgerät. Na gut, ihr könnt es auch einfach sinnlos füllen. Naturgut, was ist denn die Batterie wert? Die Batterie ist doch auch einiges wert. So, jetzt haben wir doch neun Produkte, oder? Also eigentlich müsste ich damit den ersten machen. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Blödsinn gemacht habe. Ich habe was zum Kochen, ich habe Handwerkswaren, ich habe eine Frucht, ich habe ein Gemüse. Was fehlt mir? Verdammte Scheiße. Ich habe ein Tierprodukt, okay. Fisch habe ich. Ja, passt schon, komm. Egal. Hi, was machst du hier? Du musst auf dem Fest sein, du dumme Kuh. Ach, jetzt kann ich den Fries nicht mehr rausmachen, oder was? Das ist ja scheiße. Das ist ja blöd. Ich hätte den Fries vorher rausmachen müssen. Ja, egal. Sterne, falls du bei der Bauern unserer Schau mitmachen, habe ich einen Stand freigelassen. Wenn du alles lassen willst, damit wir bei Wertung anfangen können. Okay, los geht's. Mein Stand wird eh der beste. So. Der König der Fische. Super Kochending. Super Frucht. Ja, das von mir aus. Dann füllen wir mit dem restlichen Scheiß hier irgendwo auf. Und Honig. So. Müsste eigentlich funktionieren. Darf bloß nicht vergessen, nachher auch wieder auszuräumen, weil sonst habe ich ein Problem. Hey, bist du Verwandte von Abby? Wow, der größte Käserleib, den ich je gesehen habe. Ja, das ist Manis Aufgabe. Ich habe mein Bestes gegeben und meine Auslage ist dieses Jahr im Vergleich zu Pias ziemlich schwach. Oh. Ja, Pia hat nur Gemüse. Das ist sein Problem. Nur Früchte und Gemüse. Du hast nur Handwerkswaren. Ah, Tierprodukt. Okay, Eier. Du hast nur Fisch. Ja, wie wollt ihr denn gewinnen gegen mich? Ich bin hier Multikulti. Badge. So. Aber so eine Auslage für die Bauernumschau. All die guten Erzeugnisse von Knallkopfhof anzubreiten, habe ich schon gemacht, Mann. Hi, ihr. Autsch, eine Henne hat mir einen kleinen Finger gepickt. Oh, muss aufpassen, Mann. Und nur ein paar Schritte weiter kriegt Gatter bei ein paar schönen Schweinerippchen. Oh, ja. Und? Ich muss wohl etwas Milch gehen. Aha. Hä, was? Was hast du jetzt gesagt? Irgendwas wow oder so. Naja. Alle diese Tiere sind zufrieden, im Limes gestreichelt zu werden. Ah ja. Komm ich hier vorbei? Ja. Was bei dir? Diese Tiere beurteilen Leute nicht nach dem Aussehen. Von den Menschen kann man das nicht gerade behaupten. Das könnte wohl sein. Hi. Hey, hast du Spaß? Logisch. Ein wenig hektisch. Ich bleibe einfach ein wenig hier, okay? Was geht noch? Das Set mit den Schleudern ist ziemlich gut. Wenn du den Bauch raus hast, kannst du eine Menge Sternenmarken verdienen. Nee, ich mach's mit dem Fischen. Ist zwar gecheatet fast, aber das passt doch. Hi, was geht denn hier? Wahrsagerin. Bestimmt Wellwig, oder? Wellwig und ich kennen schon seit Ewigkeit, natürlich. Sie ist eine bemerkenswerte Wahrsagerin, eine gute Freundin. Ah ja. Es ist aber nicht die man noch kennenlernt, oder? Ja, genau. Dazu sagst du nämlich jetzt weiter nichts. In meiner Vision, in meiner Kristallgewölbe, Vision deiner Zukunft. Na ja, klar, erzähl mal. Ah, in der Tat, ich sehe dich in einem Zimmer, wie du eine Konversation mit einer Frau führst. Oh, es ist Sandy. Ihr beide scheint enge Freunde zu sein. Ja, okay, aber Sandy, mit der werde ich nichts zu tun haben. Jetzt sehe ich dich und Abby, genau, auf einer Wiese. Ihr scheint glücklich, das macht schon mehr Sinn. Ah, du kämpfst, irgendwas Entsetzliches stimmt aus der Dunkelheit zu, aber du scheinst mehr als bereit zu sein, ihn zu stellen. Ah ja. Boah, Kristallkugel ist erloschen. Das ist alles, was ich wirklich tun kann. Jetzt denk dran, dass die Zukunft hier scheingemeißelt ist. Was auch immer ich dir heute erzählt habe, kann sich stets ändern, wenn du dich anstrengst. Genau. Deswegen habe ich mir nämlich irgendwann mal Sorgen gemacht, weil da nämlich völlig jemand anders drin war oder so. Aber braucht man sich ja keine Sorgen machen, weil, wie gesagt, wie sie sagt, man bestimmt ja selbst die Zukunft. Das ist eigentlich das Gute, was sie erzählt. Das finde ich schlecht. Ich beschwere mich hin und wieder, aber ich bin stolz auf meine Arbeit. Ja, hast du da deine Auslage für Schmiedewaren? Okay, ganz schön teuer. Das sind ein paar Mal seine letzten Stücke. Ich hoffe, sie gefallen dir. Mhm. Ich glaube, dazu sagt Marlon was. Clins Klingen werden jedes Jahr schärfer. Seine Preise auch. Genau. Ich bewundere Robins Fähigkeit im Schreiten. Ich benutze eine Menge ähnlicher Technik bei meiner Arbeit, ja. Aber du musst Bildhauerreihe machen. Sie stellt Möbel her oder
nicht nur Möbel, sie ist auch Zimmermann, sie ist beides. Sie hat schon ein bisschen mehr als du. Im Kasten. Ja gut, okay, deines sieht schöner aus, sag mal halt mal so, ja. Also deines ist halt einfach toll und ihres ist zweckmäßig. Je nachdem, was man halt braucht. Naja, Holzfarbe ist eine alte Tradition, ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Ah ja. Hi. Es sieht nicht sonderlich glücklich aus, sei der Clown. Bürgermeister Louis wollte wohl dieses Jahr mit einem Discount-Clown Geld sparen. Na, weißt du, ich wäre sicher ein ziemlich guter Clown geworden. Vielleicht habe ich meine Bestimmung verpasst. Ja, wahrscheinlich. Robin, aber wirklich hart als Schreinerin. Sie hat die Anerkennung redlich verdient. Na dann. Ach ja, da können wir mal irgendwas machen. Dreht Vorbild, also Farbe mit Orange, Grün. Nee, ich will nicht spielen, danke. Lass mal gut sein. Ich habe das Glück, dass ich das hier beieinander getrennt. Der Mann will mich nicht mehr spielen lassen. Ja, was hast du gemacht? Ah, Orange. Ich glaube, er muss Orange wählen. Was bist du für ein Knallkopf? Das ist eine ganz schön nette Stadt. Angenehm und kuschelig, mit einem echten Gemeinschaftsgefühl. Das siehst du mal. Sternmarken für 50. Vergiss es. Bin ich blöd oder was? Beeil dich besser, mein Kind, bevor ich mir jeden einzelnen Fisch aus dem Zelt schnappe. Hey, ja klar. Ja, da kann man fischen, kann Sternmarken gewinnen, muss ein bisschen was bezahlen, kriegt aber bedeutend mehr Sternmarken raus, als wenn man sie bei der Kuh einfach nur kauft. Oder aber, wenn man jetzt sehr gut bei der Schleuder ist, was ich überhaupt nicht bin, kann man sie schleudern. Ja, ich denke, ich lasse gleich mal demonstrieren, damit ihr wisst, wie scheiße ich bin, aber egal. So ein langer Bus fährt, aber das war es wert. Oh, Simon liebt es. Nicht wahr, Simon? Na klar. Simon ist viel zu klein, um das zu beurteilen. Naja, der freut sich über Süßigkeiten, ist auch was, ne? Mein Geschäft vertreibt die allerfeinsten Qualitätsprodukte. Seht euch einfach meine Auslage an. Na klar. Pierre nimmt die Bauernhofschau ziemlich ernst. Er hat seine besten Erzeugnisse schon Wochen zuvor beiseite gelegt. Ja, super. Größten Kürbis und was weiß ich. Ich wünsche dir viel Glück, falls du auch dran teilnimmst. Ja, ich brauche kein Glück. Ich werde Platz 1. Also, eigentlich gehe ich davon aus. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich die Schatzkiste mit hätte reinnehmen dürfen. Aber der Rest ist definitiv gut. Bist du so stark wie ich? Zerschmettere Steine. Aha. Oh Gott, das war aber scheiße. Stärkstufe Karton. Ork. Okay, schon besser. Ha, sowas will ich sehen. Hier, nimm eine Sternmarke. Sehen Sie mal. Alles richtig gemacht. Hi, Abby, was ist los? Ich habe die ganzen Spiele schon gewonnen. Was jetzt? Alle? Ja gut, du hast sie einmal gewonnen. Dann löst doch mal deine Sternentoken ein. Du kannst was dafür kriegen. Nicht? Was gebe ich dir? Ich habe das Stärkespiel so oft gespielt und meine Arme fühlen sich jetzt an wie Gummi. Aber das war Vorführeffekt. Das habe ich nie geschafft, genau den Punkt zu erwischen, dass ich gut bin. Okay, auch da kann man mit Geduld Sternemarken kriegen. Warum nicht? Warst du schon bei der Wahrsagerin? Sie hat einen Stern am Friedhof. Na klar. Und sie hat ja was ganz Interessantes erzählt, oder? Ich habe sie schon besucht. Ja, genau. Ich weiß schon. So, ich würde sagen, Meister Bürgermeister, ich habe da eigentlich alles soweit vorbereitet. Komm. Bist du mit deiner Auslage schon fertig? Na klar. Jaha, schau's dir an, Mann. Was gibt's denn hier oben eigentlich? Ach, die habe ich beim letzten Mal voll verpennt, die Fritzen. Wer bist du denn hier? Mann, ich kann nicht mal ein bisschen mehr von diesem Grill-Sandwich nehmen. Bist voll gestopft. Okay, was bei dir? Ich möchte das dazu bringen, mir das Süß-Soßen-Rap zu verraten. Er gibt nicht nach. Ich glaube, ich krieg's später. Diese Barbecue-Soße ist unglaublich. Ach so, Barbecue. Nee, Barbecue nicht. Er kriegt eine Soße für, ich glaube, die Cranberry-Soße gibt er mir. Isst so viel du willst. Heute ist alles kostenlos. Na klar. Was geht bei dir? Ja, ich hätte rudern können. Vielleicht ist das Fest doch nicht ganz schlecht. Einmal im Leben bist du glücklich. Oder fast glücklich. Ich wünsche Kassel, du hast Vegetarisches anbieten. Ein paar zu wenig Spieße. Och, Mädel. Jetzt muss man sogar schon in Spielen vegetarische Option haben oder was? Mensch. Ja doch, die Option gibt es ja auch in Minecraft. Oh, könnte ich mal wieder zocken eigentlich. Wenn ich schon meine anderen Sachen nicht mehr spielen kann, könnte ich ein bisschen Minecraft zocken. Oder habe ich den Account auch nicht mehr? Das weiß man natürlich nicht. Ob ich meinen Mojang-Account noch habe, ich glaube, den habe ich noch. Und was gibt's? Ja! Ja! 107.
Aber das ist nicht die beste Bewertung. Ja, das letzte Mal hatte ich, glaube ich, eine Bewertung von 120 oder so. Also 107 ist nicht so toll. Dein Preis sind 1000 Sternmarken. Gibt's nicht alle beim Haus. Ja, super. Vergiss nicht, die Auslage wieder einzusammeln. Werde ich tun. So, und Pierre? Ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Oh. Tja. Man kann nicht immer gewinnen. Hi. Wow, ich habe echt wenig Punkte. Bürgermeister, du bist kein Freund von Fischen. Mani hat schon aufgegeben. Wo ist die denn jetzt? Die ist gar nicht mehr bei ihrem Stand. Wo ist denn die? Wo gammeln die rum? Hm. Gleich mal suchen. Also erstmal wieder alles einsammeln. Oh, muss ich auch noch festlegen, wohin? Nee. Geht so, wenn ich einfach blub, blub, blub mache. Danke. So, ich habe meine Auslage wieder. Danke. Wo ist Mani jetzt, verdammt? Hä, ist die weggelaufen? Also, schämt sie sich oder was ist denn los? Hä? Kann ich eine Volllabern? Nee. Wo ist denn Mani jetzt hin, verdammt? Ist dann weg. Das ist dann der Zeitpunkt, dass man sagen kann, okay, Fest vorbei. Hm, blöd. Na gut, ja, ich spiele mal das Schleuderspiel, das kann ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wie soll denn das gehen? Ich bewege mich ja gerade voll in die falsche Richtung. Irgendwas schnalle ich ja gerade nicht. Irgendwie bewege ich mich gerade vollkommen falsch. Warum? Hä? Wieso bewege ich so falsch rum hier? Das verstehe ich nicht. Also das, ich meine, ich kann das Spiel an sich schon nicht, aber normalerweise muss man halt die Ziele treffen, aber wieso geht denn das gerade nicht? Ah, jetzt! Hä? Irgendwie ist mir das gerade zu hohl. Naja, also ich kann es eh nicht. Ist scheißegal. Ich habe maximal mal fünf Ziele erreicht oder so. Also kannst total vergessen. Das ist nicht meins. Ich gehe fischen. Ja, komm. Lass mich wieder raus aus dem Zelt. Das interessiert mich nicht. Danke, tschüss. So. Jetzt fischen. Das macht mehr Sinn. Ja, würde ich auch nicht schaffen. Aber dank dessen, dass ich hier so vercheatet bin, schaffe ich es natürlich. So, jetzt fischen wir ein bisschen. Ich mache das jetzt ein, zweimal mit euch, aber dann denke ich mal, werde ich das offscreen weitermachen. Ich habe ein bisschen was auch schon angepflanzt in dem im Gewächshaus. Ein paar Erdbeeren, Blaubeeren, uralte Frucht, bisschen Melone, Artischocke, habe ich nur eine rausgeholt. Ich habe jetzt auch wieder herausgefunden, glaube ich, was das Problem war. Wenn man zwei hat, es zählt immer der erste, der bietet einem besser. Mal gucken, wie viel der mir morgen, ob der mir morgen auch noch besseren Ertrag bietet. Also mehr Saatgut eben aus der Frucht raus, darum geht's. Frucht ist ja eigentlich alles. Ja? Ist halt nur in Stardew Valley nicht so gemacht. Weil das eine ist halt Obst und das andere Gemüse, das ist alles Früchte. Ja? Naja. Wollen wir nicht so pingelig sein? Holen wir hier mal schön viele Fische raus. Ja, ich hätte den Fries rausmachen müssen. Mist. Weil das Fest endet jetzt nicht wirklich, wenn ich den Fries drin habe. Das ist mein Problem. Naja. Das heißt, ich muss das gleich nochmal machen. Und muss dann das Fest wirklich beenden. Dass es auch nachts ist, dass ich die Viecher einsperren kann und so. Naja. Ich glaube, das ist immer so, oder sehr oft die Festmusik, ne? Die wir hier gerade hören. Naja. Mal gucken, wie viele Punkte diesmal. Nicht so viel. Ja, das war nix. Aber wie viel gab's? 64, 17 Fische. Perfektionsbonus. Bam! 1000 Punkte. 642 Sternenmarken. Das reicht aber, glaube ich, noch nicht. Wir können mal schauen. Was brauche ich denn? Also ich brauche auf jeden Fall den genau, die Sternenfallfrucht brauche ich nämlich auf jeden Fall. Die ist schon mal ganz wichtig. Gut, das heißt, ich werde mal weitermachen.
hier meine Token auch nicht. Naja. Okay. Kann ich den ja mal voll labern nehmen. Na gut, ich werde jetzt hier noch zwei, dreimal diesen Teich leer fischen. Und dann sehen wir uns wieder. Wenn ich das alles einlöse. Bis gleich. So. Okay, ich denke, ich habe genug Tokens. Ich muss ja eh gleich nochmal hierher. Ohne Time Freeze, dass das Fest auch wirklich zu Ende gehen kann. Naja, ist ganz nett, ne? Also das ist eigentlich das einzig wichtige Fest im ganzen Spiel. Weil da geht es eben darum, dass man seine Tokens kriegt, um die Sachen zu kaufen. Na? Das ist das einzige Fest, was wirklich wichtig ist. So. Na klar, ich weiß auch, warum man die Tokens nicht sieht, weil die da oben stehen, hinter dem Time Frozen. Gib mir eine Sternenfallfrucht, die esse ich gleich. So, von was träume ich jetzt? Du hast deine Sternenfallfrucht gefunden. Dein Verstand ist voller Gedanken an Blödsinn. Ach so, natürlich. Meine maximale Energie wurde erhöht. Alles gut. So. Ja, natürlich möchte ich weitermachen. Sammlervogelscheuche, ach shit, das reicht gar nicht mehr für die Theodora, da muss ich nochmal fischen. Mein Gott, den komischen Hut. Ja, so ein komischer Hut halt, ne, Fedora, ja, so ein komischer Anzughut. Na gut, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, was jetzt passiert, wenn ich einen Time Freeze. Ja genau, das Fest endet, das ist klar. Ach jetzt, auf einmal ist dann doch. Hä? Dunkel, aber 9 Uhr? Der war gut. Der war richtig gut. Moment, hat das jetzt geendet oder nicht? Es ist dunkel, wie solche. Ja, nee, ist klar. Aber es sind noch alle da. Okay, ja, komm, dann scheiß drauf. Dann machen wir jetzt hier noch eine Fischtour. Gut, dann haben wir wenigstens wirklich abends 22 Uhr. Sperren die Viecher ein und dann passt schon. Los geht's. Oh Gott. Ich brauche noch 500 Tokens, um die blöde Fedora zu kaufen gleich noch. Dann habe ich für nächstes Jahr gar nichts mehr, kriegt da irgendein Bonus-Ding. Weil es ist auch beim Ding so gewesen. Ich habe nämlich in meinem Privatdurchlauf doch den Hut schon gehabt, den Strohhut, wegen Ostereiern. Und habe jetzt dann im zweiten Jahr nochmal genug Ostereier gefunden, habe gedacht, na, jetzt kriege ich einen Strohhut. Nee, ich habe es verwechselt mit meinem Durchlauf hier. Hier habe ich nämlich noch keinen Strohhut, glaube ich. Ja, und habe dann stattdessen 1000 Gold gekriegt. Oder 2000 oder so. Also man kriegt Ersatzpreise. Und genauso habe ich vergessen, beim Eisfest den Fries rauszumachen. Bin dann auch nochmal zurück. Und... Oh mein. Und dann... habe ich dann das zweite Mal beim Eisfischen gewonnen. So war es, genau. Habe es einfach nochmal gemacht, trotzfrech. Und da habe ich dann auch Geld gekriegt, statt die ganzen Gegenstände, die man beim ersten Mal gewinnen kriegt. Also man kriegt Ersatzgewinne. Also ich denke mal, auch hier wird es dann so sein, dass ich halt Gold kriege. Aber entsprechend mehr, denke ich mal. Weil 1000 ist ein bisschen zu wenig dafür, dass ich das ganze Jahr einen Arsch aufreiß. Gucken wir mal. Ja, ich habe genug Punkte, das passt schon. Da kriege ich 500 Punkte raus. Brauche bloß noch einen blöden Hut. Fest mit Hindernissen würde ich das nennen, glaube ich. Ne, ich nenne es einfach Bastio. Einfach fair. Hey! Noch einmal, danke. Danke. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir zu viele Punkte, ne? Jetzt habe ich nämlich mehr als 500. Haha. Ja, egal. Ja, hoppiala. So, ja, möchte ich gern tauschen. Und zwar... Die Sammlervogelscheuche kann ich gar... Ach so, die hat er jetzt wieder neu, weil das Fest neu ist. So ein Blödsinn. Getrocknete Sonnenblumen. Ach, da habe ich nicht mehr genug. Okay, egal. Tschüss jetzt. Mann. Ja. Und wie viel Uhr haben wir jetzt? Aha. 22, jetzt machen wir auch einen Fries rein. Passt. So ein Unsinn. So, dann müssen wir alles wieder da hinstecken, wo es hingehört. Das gehört hier hin. Der Schatz, keine Ahnung, wo der Schatz war. War der hier dabei? Ich gehe mal davon aus, ne? Du bescheuerte Vogelscheuche. Ah, ne, die Vogelscheuche muss zu Vogel... Naja, müssen wir eh noch sortieren. Irgendwann mal. Ich weiß noch nicht wann. So, dann hätten wir...
Ja, den komischen Hut auch mal. Ich muss mal ein paar Kisten bauen dann. Das passt schon. Machen wir noch. So, ansonsten hier das da rein. Ich habe ein paar Sachen auch verkaufen können heute. War nicht viel, aber ein bisschen was. Wo habe ich die Batterien rein? Hier nicht. Na eben. Macht auch keinen Sinn. Hier auch nicht. Hä? Wollte ich die Batterien? Ui, nein. Nein! Mann! Da ist die Batterie. Danke. So, der andere Schmarrn. Ach so, den Honig habe ich vergessen. Siehst du? Honig. So, morgen brauche ich gleich wieder eine Gysi. Und hier haben wir auch ein bisschen was. Einen Sirup fertig. Machen wir auch gleich. Und die Tiere müssen wir natürlich einsperren. Machen wir am besten gleich. Schließ nach Schnappi. Tiere müssen drinnen bleiben. Huch. Nicht Tiere müssen draußen bleiben, Tiere müssen drin bleiben. Zu. Kapuff. So, heute gab es keine Milch, also gibt es morgen Milch, also Ziege. Machen wir jetzt morgen irgendwas fertig? Weiß ich gar nicht mehr. Also die Oberschiene war heute. Hier habe ich hier ein bisschen was reingepflanzt, ne? So. Wird morgen noch mehr werden. Je nachdem, wie viel Saatgut ich auch rauskriege. Wo ist die Karzach? Die ist schon weg. Ach so, jetzt habe ich vergessen, die vier Viecher hier einzusperren. Ich bin ablehnt. Zu die Tür. Nicht mach hoch die Tür, mach zu die Tür. Danke. Wo wird das jetzt angezeigt? Hä? Ah, da muss da hier irgendwo was sein. Habe ich was übersehen? Hä? Das steht ja vielleicht bescheuert da. Okay, so, das Ahornsirup hebt ein paar Mal öfter auf, weil da gibt es später den Ahornriegel draus zu machen. Außerdem habe ich davon noch gar nicht so viel, sehe ich gerade. Ja, okay. So, dann kommt der Quatsch wieder weg. So, das. Und der Kübis. Was macht das Zeug hier? Brombeere? Das gehört doch nicht hier rein, das gehört auch hier unten rein. Muss ja besoffen sein. So, danke, schlafen. Ab in die Kiste. Ja, mit Hindernissen haben wir es geschafft, haben alles Mögliche geholt. An dem Volksfest unter anderem eben haben wir jetzt richtig massiv mehr Energie. Was habe ich hier gemacht? Ach, natürlich, ich habe einiges verkaufen können, klar. Bei Pierre konnte ich heute nichts verkaufen, also habe ich es über die Kiste verkauft. Klar, war ja gar nicht so wenig. Nun denn... Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Jo, schrei halt rum, du Horn. Gerne Like oder Kommentar. Im nächsten Part kaufen wir mal ein paar Bäume. Ja, zusätzlich, weil dann fangen wir auch mal an, im Gewächshaus Bäume anzupflanzen. Vielleicht noch ein bisschen Saatgut, wobei das bringt nichts. Wir können kein... Ja gut, Spezialsaatgut könnten wir schon mal ansetzen. Das können wir machen, eigentlich. Ja. Was wir eben eigentlich durch die Dinge haben, durch den Mod. Das wäre durchaus eine Idee. Gut, gut. Also... Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Nächstes Mal dann. Mal schauen, wer ist denn dran jetzt? Naja, können wir das sehen. Also Abby definitiv nicht. Das ist im Moment der absolut... Ja, tatsächlich. Und Sandy ist besser drauf. Deswegen hat sie von Sandy erzählt. Aber Sandy ist natürlich Quatsch, weil... Die ist ja kein Single. Ah, Shane. Shane muss weitere Geschenke kriegen. Okay. Bis dann.